B-Attacke? Doch, da gibt es eine B-Attacke zu. Ja, ja, doch, das weiß ich. Oder kann ich sein? Ich will doch nur zu eurem Chef. Wahrscheinlich greife ich nämlich deswegen an. Das ist eine Komponente, die habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Die alten Schweine greifen mich an, weil ich gerade ihren Boss töten will. Jetzt habe ich euch. Nicht mit mir. Freunde, nicht mit mir. 12, das läuft. Heluch muss allerdings noch mal einen anderen, der muss erst einen C-Angriff lernen. Heluch. Weil das sonst nicht viel bringt. Habe ich da schon zu was erzählt? Ihr seht ja schon zu was der wird. Ausgetrickst. Oh, ein Buch. Das nehmen wir mit. Darkness. Okay, macht blind. Auch blind. Oh, Heluch ist schön. Heluch ist... Warum bist du schneller? Ja, ach doch. Heluch ist echt mal... Das ist nur ein schön abgestorbenes Skelett. Oh, geil. Das gefällt mir. Ich muss auch sagen, ich habe mich immer gesträubt, ihn wirklich... Weil er ist... Der sieht im Endeffekt so geil aus. Aber ich habe mich immer gesträubt, ihn wirklich zu trainieren, weil der halt... Da hinten ist noch was. Weil der halt so ein bisschen MP-Schwäche hat. Wie bist du denn jetzt schon wieder fit? Ja, weil er nicht die besten MP hat. Und das macht ihn halt so ein bisschen... Weiß nicht, da muss man überlegen, ob man ihn trainieren möchte. Man muss halt auf ihn abstimmen. Ich kann ihm halt nicht alles beibringen. Das ist halt der Punkt, den man bei sowas beachten muss. Man muss auch dabei beachten, dass ich zum Beispiel jetzt in dieser frühen Form des Spiels nicht so darauf erpicht bin oder so darauf gehen kann, dass ich den die bestmöglichen passiven Fähigkeiten gebe. Kann ich leider auch nicht machen. Wenn es danach geht, dann würde ich zu gar nichts kommen. Dann müsste ich nur offscreen leveln. Nee, das haben wir. Außerdem können wir das kaufen. Ich muss mein Geld. Ich greife mich auch an, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch eine Frechheit. Das ist doch eine Frechheit! Ich gehe im ersten Moment jetzt davon aus, dass ich die Passiven erstmal so setze, wie sie kommen. Gar nicht so großen Wert drauf lege, sondern eher in die Entwicklung Wert drauf lege und später dann. Ich meine, wenn man die 4 Orbs hat, ist das Spiel noch nicht vorbei und die haben wir noch längst nicht. Das Spiel geht noch eine Weile, meine Freunde. Das Spiel geht noch eine Weile. Ach komm. Ich kann euch sagen, wenn die Orbs gesammelt sind, dann... Lass mich lügen. Ist... ein Drittel des Spiels vorbei. Und grob gesagt. Ja, würde ich sagen, ein Drittel. Und das ist das, was ja den Kuhn so schön macht. Man bleibt hinten immer offen. Also du hast die Möglichkeit, so viele Sachen zu machen. Ich bin direkt richtig gelaufen. Das ist äußerst ungünstig. Das will ich gar nicht. Hey, ich könnte ja ein Ei versuchen zu bekommen. Aber ich möchte jetzt... Nee, momentan bin ich mit den Eiern, die wir haben, ganz zufrieden. Ich habe auch schon eine Idee, was ich als nächstes nehmen möchte. Ja. Ha, vorbei gesqueakt. Gesneakt, gesqueakt. Ja, ich habe schon eine genaue Vorstellung, was unser nächstes Monster sein soll, was wir ins Team nehmen. Das kommt dann da oben rechts hin. Über Garnikarach. Und rechts von Slimmich, da kommt das hin. Ja. Mann! Was ist denn hier? I don't know how many times I told you. Dr. Gil, what's wrong? Yamu ate some medicine. Medicine? What's wrong with that? Well... That medicine is supposed to be put on cuts. Gil gave medicine. Tastes bad. Ha 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 ha. Deswegen bin ich zurückgelaufen. Ja, na gut. Ich laufe vor allem ja durch die alle durch, weil ich diesen Beast Hunter finden will, der mich jagen soll. Anscheinend. Der den Auftrag angenommen hat, mich zu vernichten. Zu besiegen in diesem Fall. Vernichten kann man mich ja nicht. Ich bin ja immer... Wenn ich einen Kampf verlieren sollte, werde ich ja zurückgeportet.
Oh ne! Oh ne, Helibazel! Helibuds! Zwei von denen, die sind so doof schnell. Oh, du zum Teufel bin ich schneller. Radulf! Excellent! Erstmal pennen. Und TikTok geht auch. Na gut. Dann müsst ihr beide Kerlen aus dem Deck ziehen. Das ist das Bescheuerste, was du als Alko bzw. als Helibas machen kannst. Im normalen Angriff starten. Diese. Das löppt. Auf geht's. Vierte. Alter, am Schritt. Spannung, hier wartet ein Boss auf uns. Endlich mal. Das wurde auch Zeit. So, bevor ich da aber reingehe oder irgendeinen gehe, möchte ich vorher den heilen. Vor allem. Das reicht schon. Das reicht schon. Mehr möchte ich gar nicht. Oh, hab ich da gerade richtig gesehen, was da gerade flog? Oh, bitte sag, dass ich mich verguckt habe. Bitte sag, ich habe mich verguckt. Ich habe mich verguckt, na Gott sei Dank. Wupp, hingefallen. Meine Güte, ich hatte erst gedacht, das wäre ein äußerst bösartiges Monster. Begabt. Gut. Ja, ob der zuerst weg muss, war ja gar nicht so blöd eigentlich. Weil Schlafen ja nicht so schlimm ist. Er in der Mitte konnte halt verwirren. Was sehr, sehr bösartig ist. Wenn jetzt hier ein paar von meinen Viechern pennen, dann ist das kein Problem. Wenn alle Viecher pennen, dann ist das auch kein Problem. Dann nutze ich die Runde einfach mal für ihn aus. Er macht ein paar Fahrten. Guard. Ja, entschuldigt mein Game, es ist früh morgens. Ich nehme früh morgens auf heute. Don't Drake, ich nur gar. Don't Drake verprügelt ein Helibas. Drache vernichtet ein Flugzeug. Ungefähr so, als würden wir gegen Godzilla gucken, wa? Naja, fast. Godzilla ist ja kein Drache. Aber ich möchte dieses Fass nicht aufmachen. Da gab es schon genug Diskussionen. Nicht mit euch, auch nicht auf meinem Kanal. In Privatgesprächen. So. Hätte jetzt wohl gerne. Och, das ist natürlich noch geil, eine Pflanze 2. Das ist auch schön. Eigentlich hätte ich jetzt doch gerne. Ach, da kann ich mich vorbeisneaken. Da kann ich mich nicht vorbeisneaken. Nein, da auch nicht. Ah! Hilfe! So viele eklige Viecher. Warum müsst ihr jetzt auftauchen? Warum seid ihr jetzt schneller? Das ist mir unerklärlich. Natürlich pennen wir wieder alle, aber auch nicht. Bei ihnen kann es ruhig ein. Die ihn schwer passiert. Jetzt greift es an. Dann hängt das, dass die C-Attacke ist und die A-Attacke in zwei Runden mergen. Sogar mehr als das Doppelte an Heilung raus. Gar nicht schlecht. Gut. Tiggedrich wird wohl wieder aufwachen gleich. Und einer ist auch. Tiggedrich Bug und Helobug auch ab. Naja, Helobug auch ab. Und mich auch. My English is very good. Klatsch. Auf den Boss hier gespannt. Der erste? Ich will jetzt auch nicht, dass ich nachher was Falsches sage. Mist. Ich will den Boss hier kaputt machen, denn dann hauen auch automatisch die ganzen Viecher ab. Oh, lol. Guck mal hier, ich will dich versuchen auszutricksen.
Ha! Okay, der ist gekommen, um mich zu besiegen. Dann machen wir den zuerst. You've got a brave face. You've got spirit. Wanna go at it? Doch nicht. Mist. Egal. Nehmen wir ihn trotzdem auseinander. Sure, I'll take... Alright, let's do it. Here goes. Ein Alko können wir trotzdem mal besiegen, oder Leute? Ja, das geht immer. Das geht immer. Nee, ich möchte auch nicht mehr. Alright. Battle begin. Come on, let's go. Okay. Ich fang mal so an. Genau deswegen. Ja, da passiert mir gar nichts. Leute, der kann auch Arzlan. Der kann Arzlan. Leute, den bringt man nicht Arzlan bei. Wow. Nice one. Burn it. Cool. Das ist fett. Da muss man sagen, Hut ab. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die Burn Attack kann. Normalerweise bringst du so einen, nämlich die Fähigkeit bei, andere zu verwirren. Weil das auf ihn ganz gut passt. Der einen guten physischen Angriff hat schon abgenommen. Alko, auf jeden Fall. Nochmal. Die soll mal eben ihre MP opfern, beziehungsweise möchte ich, wenn möglich, noch eine Runde Heilung ausstellen. Jetzt nicht mehr. Tja, kann nicht. Dann werde ich jetzt einfach flitschen und angreifen. Okay. So viel zu angreifen. Erstmal alle am Pennen. Und er muss jetzt angreifen. Er hat keine MP mehr. Gut. Ja, guck mal, das finde ich so auch gelacht. Jetzt ist die Gefahr nicht mehr so groß. Jetzt können die nämlich nicht mehr Arzlan. Und einer der Aegis, oder wie sie heißen, kann auch nochmal angreifen. Das bedeutet, es ist nur noch einer in der Mitte da, der Schaden wirklich austeilen kann. So, machen wir mal. Jetzt macht es nämlich so. Burn Attack, das tut weh. Aber der macht dann nochmal einen Attack. So, hau die Mitte weg. Voll. Und dieser Kampf sollte vorbei sein. Ha! Ich hab gewusst, dass sie das gemacht haben. Hab ich's nicht gewusst. Hat nur einer. So, jetzt kann er die Seiten nicht mehr tauschen. Das ist das... Alter, bringt ihr mein Tiedrich um. Jetzt ist es egal, jetzt können die drei nur noch angreifen. Die machen jetzt auch nicht wirklich gegenwärtigen Schaden. Oh. Ja. Ich habe ja noch eine Mugwort, die werde ich gleich noch nutzen, wenn wir hier den Kampf fertig sind. Mein Tiki-Drech. So, jetzt haut sie weg. Oh, da steckt der Blut drin. Jawohl! Besser hätte es nicht machen können. Er auch darauf Feuer geben. Ne? Ja. Oh, hau ihn weg. Ah, das wäre geil gewesen. Yes! Jawohl, das gibt nochmal extra EP. Huh? Why? Hä? Why? What? For? What the fuck? 1080, ich glaube, das ist eine schöne Zahl. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Das hat gut funktioniert. You did pretty good. Nice attacks. But your guarding needs help. Anyway, to commemorate your... Eine Alko-Medaille. Oh, wir haben zwei. Cool. Wow, you've collected a lot. Then I'll give you something. Deol-Koch. Ja, wir haben ein Ei bekommen. Hey, let's fight again. Ach, voll geil. Jetzt haben wir ein cooles neues Biest bekommen. So. Ja, wir können mal gucken. Das hier... Habe ich, glaube ich, schon erklärt. Das sind, die wir von Beast Hunters hier bekommen für Medaillen. Das sind immer, was weiß ich, der Koch. Das ist jetzt zum Beispiel mal den wir gerade hatten, der Helibass. Nur zum Beispiel für Erde. Als Beispiel. Was total cool ist, dass sie auch verschiedene Typen hier haben können.
Das heißt, man könnte ein ganzes Team nur mit, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ist nur mit Helibass züchten. Wäre möglich. Wenn du die Erddinger da auf Feuer stellst, kannst du die anderen auf. Die einen auf Erde stellst, kannst du die anderen dann so verteilen. Das hätte was. Aber ja. Hier geht es bei mir um Vielseitigkeit. Ich möchte viele verschiedene Viecher haben. Wobei Tiki Drech immer noch mir Sorgen bereiten tut. Ja, ist halt ein Drech, ne? Und Drechs sind anfällig, weil sie überhaupt nicht viel HP haben. Ist er auch schon da? Nee. Ah, da muss er hier sein, ne? Da ist der Boss drin. Aber ich brauche keine Heilung. Angriff! Das ist ein geiler Auftritt gewesen von GoJet. Wenn das kein geiler Auftritt war, dann weiß ich auch nicht. Hammer. Ja, heißt mit den schnellsten Boss gekommen. Oder das schnellste Monster überhaupt. Denn GoJet tippt, glaube ich, zum schnellsten, was es gibt. Die Entwicklung von Helibass, die vollständige Entwicklung. Mist, Arzneimann. Ach, 2 von 3, das ist schlecht. Mist. Meine Attacke geht doch extra hoch und kann auch extra Schaden zufügen. Jetzt hau doch drauf. 85, bitte. Wie das denn? Was hast du jetzt vor? Ja, gut, dann. Oh, mit Burn Attack. Okay. Macht nichts. Gojet ist bekannt dafür, eine unglaublich niedrige Angriffskraft zu haben. Kann also wirklich kaum was er macht jetzt. Normalerweise müsste er jetzt wieder Samakis machen, ist er? Ja, okay. Sein Rhythmus, Samakis, Azlan, Azlan, Burn Attack. Alles klar. Durchschaut, Kleiner. Ich hab dich durchschaut. Na, jetzt hätte ich wechseln müssen. Nein, hier von wegen hin, wie durchschaut. Ja, okay, 2 bleiben noch. Das ist gut. Flatsch. Vor allem mein Main hier. Nochmal Aslan und dann greift er gleich ab. Schade. Ich wollte die Attacke erhöhen. Jetzt müsste er auf Angriff gehen. Oh Mann, er macht noch die Gedreh. Ist das so ein leichtes Angriffsziel oder was soll das? Einfach nochmal heilen, weil es geht. Ja, das hab ich auch nochmal irgendwie die Erfahrung. So, die Fans wenden da auch, das bringt aber nichts. Arzneim. Ah, werde ich alle 3 pennen, oder? Okay. Und tschüss. Oh, 1000, naja gut. Oh, 15. 14. Oh, 15. Nice, welche Merchant. Cool. This is the Ziel I have erreicht. Und Way of Wind erhalten. Aha, bitte. Und good night. Erstmal eine Kiesburg geswallowed.